Hallo zusammen, ich bin der Björn von Fit for Sleep und ich möchte euch heute das Fit for Sleep Schlafsystem vorstellen. Bevor wir damit starten, nochmal eine ganz wichtige Sache. Ihr seht hier unser Rad. Das Rad kennt ihr aus dem Film, was ist eigentlich Fit for Sleep, aus dem Video. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch mal an. Aber vorab zur Erklärung. Schlaf ummantelt bei uns alles. Schlaf ist die Grundlage und die Gesundheitssäule Nummer eins, die für Ernährung, für Training, für Soziales, für Regeneration einfach wichtig ist und alles wirklich ummantelt. Und ihr seht hier so drei kleine Einschnitte. Das ist die Produktwelt von Schlaf. Das heißt, wir geben dem Thema Licht, dem Thema Tracking und dem Thema Ergonomie einen besonderen Raum, weil das die Basis darstellt. Und warum wir ein eigenes Fit for Sleep Schlafsystem haben, ist relativ einfach erklärt. Stell dir vor, du beschließt und sagst, du möchtest gern einen Marathon laufen. Bist du noch nie laufen gegangen und sagst, aber so ein Marathon, da hätte ich irgendwie mal Spaß dran. Und jetzt kaufst du dir Laufschuhe. Die Laufschuhe werden individuell an dich angepasst. Und dann kannst du morgen Marathon laufen? Nein, natürlich nicht. Denn die Schuhe alleine helfen dir nicht weiter. Du musst trainieren. Und zwar mit einem richtig guten Trainingsplan. Du brauchst gewisse Grundvoraussetzungen, damit das Ganze überhaupt funktioniert und hinterher auch dich zu deinem Ziel bringt. Und das Gleiche haben wir im Bereich des Schlafes natürlich auch. Das heißt, Schlaf braucht einiges. Unser Schlaftraining Fit for Sleep betrachtet alle Gesundheitssäulen, die notwendig sind. Aber die Ergonomie ist nicht unwichtig. Denn jetzt drehen wir das mal um. Jetzt hast du den perfekten Trainingsplan für deinen Marathon. Du hast einen super Trainer an der Seite. Du hast genug Zeit und jetzt läufst du den Marathon in Flipflops. Das wird auch nichts. Also das heißt, diese Ergonomie ist wichtig, aber jetzt möchte ich auf das Thema Schlafsystem eingehen, denn da gibt es echt viele, wie soll ich sagen, Dinge, die nicht bekannt sind. Die Grundlage unseres Schlafsystems ist die Unterfederung. Warum? Weil die wird ganz individuell an den Kunden angepasst, weil es ist absoluter Quatsch, dass man sagt, man braucht Größe und Gewicht und dann kann man sagen, welche Matratze die richtige ist. Nein, es funktioniert nicht. Es geht um Schulterbreite, um Taillenbreite, Lordosetiefe, Beckenbreite, klar auch ein bisschen um Körpergröße, aber es sind Körpermaße, die in den Verhältnismäßigkeiten zueinander wichtig sind. Und diese Unterfederung kann man so einstellen durch höhenverstellbare Leisten, dass man allein auf dem Lattenrost schon ergonomisch gerade und richtig liegen würde. Das kann diese Unterfederung. Die haben wir konzipiert und die hat ein sehr, sehr renommierter Hersteller mit uns umgesetzt. Und das ist die Basis für das Fit for Sleep Bettsystem. Der nächste Step ist dann natürlich zu sagen, naja, auf so einem Lattenrost liegen ist mir aber irgendwie ein bisschen ungemütlich. Richtig, so eine Matratze ist schon sinnvoll. Und jetzt noch mal kurz dahin zurück, was ich gerade gesagt habe. Es gibt nicht die eine Matratze für jeden. Das kann nicht funktionieren. Ja, also wirklich Physik, fünfte Klasse, erinnert euch zurück. Funktioniert nicht. Menschen haben unterschiedliche Proportionen. Und wenn ihr jetzt rausgeht und stellt euch mit 100 Menschen in eine Reihe, keiner wird die gleichen Körpermaße haben, wie ihr sie habt. Schaut euch unser Video zum Thema Schlafergonomie einfach mal an. Das wird gleich im Anschluss an dieses Video auch vorgeschlagen. Dass man das versteht, dass es nicht die eine Matratze, das eine im Endeffekt für jeden geben kann. Denn jeder hat eine andere Körperform. Deswegen starten wir mit der Unterfederung. Aber die Matratze ist darauf angepasst. Sie ist so gebaut, dass sie eine sehr, sehr weiche Schulterzone hat. Die meisten Menschen schlafen auf der Seite. Was übrigens auch vollkommen in Ordnung ist, das ist das, was evolutionär eingeprägt ist. Diejenigen, die sagen, oh, ich habe gehört, Rückenschlaf ist gesund. Ja, da geht es im Endeffekt um Muskelverkürzung. Und wenn man sagt, ich will nicht trainieren, sondern ich will meine Muskelverkürzung irgendwie behalten. Naja gut, dann kann das sein, dass man sagt, okay, ich muss auf dem Rücken schlafen, aber das ist ein eigenes Thema. Ihr kennt die Thematik Ergonomie bei uns. Da haben wir ein eigenes Trainingsprogramm, um Fehlhaltungen und Muskelverkürzungen entgegenzuwirken, um auch ergonomisch überhaupt wieder richtig liegen zu können. Aber wie gesagt, Seitlage ist das, was evolutionär eingeprägt ist. Und wenn ihr auf der Seite schlafen wollt und der Schulterbereich ist viel zu fest, dann wird das hier alles nach vorne geschoben, das Gelenk verschiebt sich, der Schultergürtel spannt sich an. Macht überhaupt keinen Spaß, gibt Verspannung hier oben. Wollen wir nicht. Das heißt, die Verspannung, die aus dem Bettsystem rauskommen und nicht aus Stressoren und Alarmreizen und so weiter, denen können wir entgegenwirken mit eben dieser Matratze und dieser speziellen Schulterzone. Gleichzeitig haben wir den Bereich des Beckens und der Taille fester gestaltet, natürlich klassisch zoniert, um dort Unterstützung zu geben.
Aber das Wichtige dabei ist, dass wir es geschafft haben, eine Matratze zu konzipieren, die von unten nicht so viel Druck ausübt und trotzdem genug stützt. Denn Druck auf Gelenke, Gefäße und Muskulatur ist überhaupt nicht gut. Wenn Orthopäden früher gesagt haben, festes Schlafen ist gesund, wissen die heute, war nicht ganz so richtig. Heute weiß man es, damals eben nicht. Und so ist die Matratze aufgebaut und die perfekte Ergänzung zu der Unterfederung. Wenn man sagt, ich will noch einen Step weitergehen, dann kann man sich um das Thema Bettklima kümmern. Wer unser Programm Fit for Sleep schon durchlaufen hat, der weiß auch, was wirklich Bettklima bedeutet, wie der Körper nachts arbeitet, das heißt, was mit dem Feuchtigkeitsabtransport ist, so weiter. Und so eine Zudecke, die funktioniert genauso wie eine Sportkleidung. Also nochmal ein Vergleich aus dem Sportbereich. Stellt euch vor, ihr geht jetzt laufen, ihr trainiert für einen Marathon und dann zieht ihr euch irgendein Baumwoll-T-Shirt an. Naja gut, habt ihr überall Schweißflecken, die Baumwolle sammelt das auf. Naja gut, okay. Schlimmer wird es aber noch, wenn ihr euch irgendein Kunststofffaserelement für 5 Euro kauft. Denn was passiert? Die Feuchtigkeit, die man über die Haut abgeben möchte, die kann nicht weg. Und das Problem ist, man fängt an zu frieren. Die Feuchtigkeit ist auf der Haut, das mit dem Wind funktioniert nicht. Diese Faser, die dort verarbeitet wurde, ist relativ schlecht. Abgesehen davon, dass man euch auf 5 Kilometer gegen den Wind riecht, ist auch nicht so schön. Und die Faser, die wir in dieser Zudecke verarbeitet haben, schafft genau den perfekten Wärmeausgleich, somit das perfekte Bettklima. Denn das perfekte Bettklima sorgt dafür, dass die Schlafphasen optimal ausgenutzt werden können und dadurch die Schlafqualität hochgehalten wird. Und das funktioniert genau wie im Sportbereich bei einem hochwertigen Laufshirt. Feuchtigkeit wird abtransportiert, es gibt eine Wärmespeicherung, wenn ich die benötige, ich friere nicht, aber ich schwitze auch nicht. Und das muss die Zudecke können. Bettklima ist enorm wichtig. Und als vierte und letzte Säule geht es um das Kissen. Um es direkt zu sagen, das Kissen kann keine Wunder bewirken. Und diejenigen, die Nackenverspannung haben oder irgendwas und einfach nur sagen, ich kaufe mir jetzt nur ein neues Kissen, die werden nicht glücklich. Das Kissen ist die Ergänzung zu unserem System. Denn aufgrund der Tatsache, dass wir das ja individuell an den Körper anpassen, ist es nun mal so, dass wir sagen, gut, wenn wir jetzt Seitlage, Schulter sinkt ein, Lattenrost einstellen mit allem, dann haben wir einen Abstand zwischen Ohr und Matratze, der überbrückt werden muss, damit der Kopf nicht nach oben gedrückt wird oder so runterfällt. Deswegen haben wir dieses Kissen in 3 Höhen gebaut, individuell für die Person und die Systemeinstellung, die notwendig ist. Das Material ist ein Viskoschaum, damit wenig Druck ausgeübt wird, hat diese Seifenform und hier vernünftig zu unterstützen. Und das ist dementsprechend unser System. Besteht aus den 4 Säulen, wobei man natürlich jetzt nicht sagen muss, okay, ich muss jetzt alle 4 Sachen nehmen. Man kann das einzeln machen und hier einfach schon mal so ein bisschen die Übersicht über die Preise. Es sieht nun mal so aus, dass wir die Unterfederung, die Matratze im Set anbieten, ja, weil das zusammen auch richtig Sinn macht. Und im Set liegt es bei 980 Euro auch im echt guten Preissegment, weil da sind wir qualitativ so aufgehoben, dass man in den nächsten 10 Jahren auch wirklich mal Ruhe hat und sich nicht alle 2 bis 3 Jahre eine neue kaufen muss. Das ist der Punkt. Und wenn ich es ergänzen will, durch den Rest, durch eine vernünftige Zudecke und durch ein vernünftiges Kissen, dann habe ich hinterher auch noch einen Setpreis, wo ich auch noch was spare. Aber darum geht es uns nicht. Es geht uns darum, dass man versteht, dass die Bettergonomie ein Teil des Schlafes ist. Wenn die Bettergonomie stimmt, das heißt also, das Schlafsystem individuell angepasst ist, hat man diese Thematik abgehakt. Das heißt aber nicht, dass ich alleine durch das Produkt jetzt perfekt schlafe. Deswegen haben wir ein Schlaftraining Fit for Sleep entwickelt. Ja, es hilft nicht, die Laufschuhe zu kaufen, reinzugehen und morgen Marathon zu laufen, ohne vorher trainiert zu haben. Es geht nicht. Und warum man Schlaftraining braucht, das kennt ihr, wie gesagt, aus unserem Video Fit for Sleep. Und deswegen einfach so unser Tipp, das wäre ein Produkt, welches durch Schlaftrainer entweder individuell auf euch eingestellt wird, durch unsere Gesundheitspartner, ja, seien es Therapeuten, die bei uns im Netzwerk sind oder Bettenfachgeschäfte, oder wir machen das per Videocall, das funktioniert nämlich auch, und dann passen wir das perfekt an. Und das Schöne an der Sache ist, man kann im Nachhinein noch Veränderungen vornehmen. Das heißt, wenn ich merke, Taille, Unterstützung haben wir jetzt, ich sag mal, auf Stufe 4 gestellt, und du sagst, oh, da ist mir momentan noch zu viel Druck, können wir es einen runterstellen, ist kein Problem, das machen wir zusammen per Video. Das heißt, unter www.mein-schlafsystem.de kann man sich alles nochmal genau angucken, kann es rein theoretisch auch bestellen, aber das kann man auch über seinen Schlaftrainer und über unsere Gesundheitspartner. Also daher, das so viel zum Thema Schlafergonomie, unser Schlafsystem, aber es hilft eben wirklich nur im kompletten Schlafprogramm Fit for Sleep. Die Ergonomiesäule können wir ergänzen, in anderen Videos erklären wir nochmal das Thema Fitness-Tracking beziehungsweise Licht hatten wir ja speziell, also daher, wie gesagt, das sind andere Themen.
So, und wenn Fragen da sind, ihr kennt das, einfach immer E-Mail an kontakt@fitforsleep.de. Danke fürs Zuhören, euer Björn.